So, dann machen wir die Drachenhöhle jetzt hier. Dragon Cavern. Ah, bisher nicht so wahnsinnig stark. Ah, ich weiß gar nicht, ob das hier auch Elementzeugs war. Ich glaube auch. Das ist ein guter Deal. Bisschen Damage für... Oh. Beyond this point will lie your doom. These guards shall be your burial tomb. Naja, geht so. Code. Oh nein, ein krasser grüner Drache. Okay, meine Leute haben alle über 100% HP und ich brauche genau einen Schlag. Da-da-da-da. Der Schatz sieht auch so aus, wie worauf halt Drachen in Heroes so schlafen. 50.000 Gold, nicht schlecht. Ich bin einfach zu OP. OP, OP. Five East. Dein Wunsch ist mir Befehl. So, bin ich gerade East? Nee. Nö. 5 South. Naja, ich gehe erstmal so durch und guck dann, wie ich das Rätsel gelöst bekomme. Okay. Den Power-Up nehme ich mal an mich. Jede Menge Gold. Also die Höhle lohnt sich mal richtig krass. Auch wenn die Gegner eher ein Witz sind. So, ich gehe noch mal kurz meine Items durch.
Goldene Plattenrüstung. Ja, die werfe ich einfach mal hier hin. Also wie der Diamantsäbel. Kings Ultimate Power-Up sollte ich vielleicht besser behalten. Ach, nichts dabei gewesen. Run away with all your haste or be reduced to a bloody paste. Ah. Klingt irgendwie viel schlimmer als es ist. Also vielleicht kommt ja hier auch noch irgendwas, aber ich rechne nicht mehr damit. Zumal ich ja dann auch noch ein paar mehr Buffs auspacken könnte. Oh, noch ein Power-Up. Den nehme ich. So, die Dinger hier laufe ich auch noch kurz ab und dann gucke ich nochmal eben nach Items. Boss Plate Mail kann weg. Kann weg. Emerald Ring kann ich noch benutzen. Das kann weg. Das kann weg. Weg, weg, weg. Sieh, den Splintmail habe ich schon. Aber vielleicht sollte ich das Ding eher verkaufen. Das ist bestimmt ziemlich viel wert. Weil wenn es danach geht, sollte ich eher die Ember-Sachen und so behalten, um die zu verkaufen. Turn back before you're through, or Dragon's Teeth shall chew on you. Heißt, dass ich hier überall noch Zeugs übrig. Naja, wir kommen nochmal zurück. Five East. One North. Ja, wir gehen da am Ende eh nochmal mit unserer Sicht durch und dann finden wir die Sache auch noch. Genug Platz haben wir ja, ne? Ja. Krass, sind hier viele Power-Orbs. Okay, und ich glaube, da ist irgend so ein Drachenboss. Welcher mal? Dragon Lord. Einschlag. Drei, daneben. Drei, vier, fünf. Okay, jetzt ist er raus. Aber nicht genug.
Und ich finde reichlich Krempel. Noxious Sling ist vielleicht gar nicht so kacke, aber ich glaube, ist auch nicht gut. Arcane Gauntlets könnte ich noch behalten, weil die vielleicht für ihn ganz gut sind. Das war der schwerste Gegner im Spiel. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, dann ist es eigentlich echt, dann sind wir echt ganz schön durch. Wir sind so durch. Okay, dann wirft er mal sein Emerald Belt weg. Und kriegt den Obsidian Belt. Sable of Moonrays kann weg. Obsidian Schild kann weg. Das kann auch weg. Skimitar war gar nicht so schlecht, aber ich glaube, wir haben jetzt auch alle gute Waffen. Der ist krasser als alle Buff-Zauber. Ja, ist schon nicht schlecht. Weil ich gar nicht weiß, was macht denn der sonst noch? Ich glaube, es ist eigentlich nur HP, oder? Oder sind die. Weil sonst wirst du das doch auch. Ich habe nur Power Shield und HP gebufft, glaube ich. Ich glaube, alles andere ist normal. Weiß nicht, was der Brunnen sonst noch machen könnte. Ja, meine Leute sind einfach so krass. Nee, nee. Das war nur der eine da auf der Eisinsel, wo ich vorbeikam. Ja, ist halt alle so um die Level. Beziehungsweise, nee, sind gar nicht so hoch, aber um die Level 80, beziehungsweise hier 120. Und halt mit das beste Equipment, was man in dem Spiel finden kann. Braucht jemand noch sowas? Nicht, ob nicht. Ich will mal eben gucken, was die machen. Also wenn ich hier die Obsidian Gauntlets abnehme. Warte mal, wie viel hat er jetzt? 141. Und ich gebe die mal weg. Und der bekommt dafür die Arcane Gauntlets. Ich glaube, die machen halt plus Int. Der hat jetzt 182. Nee, es macht nicht plus Int. Was macht denn Arcane Gauntlets? Ach so, ist noch Resistance, ne? Auf Magic. Okay, nee, dann sind die Schrott, dann können die weg. Das wollte ich nur wissen. Ja, zumal ich ja jetzt halt echt noch ohne die anderen krassen Buffs rumlaufe, ne? Ja, dann ist die Frage, ob wir die ganzen anderen Erfahrungspunkte überhaupt noch einsammeln wollen oder ob wir dann nicht sagen, okay, krass genug. Wir gehen jetzt zum Ending. Ich gebe die Power-Ops ab und dann gucken, was passiert. Weil wir ansonsten noch durch sind, ne? Also wir. Was fehlt denn noch? Uns fehlen noch die Pyramiden.
Und uns fehlt eben noch diese eine Wüsteninsel, meintest du, ne? Dass da noch eine ist. Die ich bisher nicht gesehen habe. Ich kann ja mal Wizard einnehmen, ob hier am Rand noch irgendwo was ist. Laufen wir hier nochmal eben durch. Quest des Einhorns und zwei Schlösser im Süden noch machen. Zwei Schlösser im Süden? Wo sollen denn da noch zwei Schlösser im Süden sein? Ja, eigentlich würde ich die ja auch noch gerne sehen. Von daher ist es vielleicht auch dumm, wenn wir schon zum Ende gehen. Erst Power-Ups abgeben und dann Pyramiden? Ich dachte halt eigentlich umgekehrt, weil du meintest ja, dass sich dann die Welt verändert. Achso, hier kommen wir her. Ah, okay, hier war der Eingang. So, auch hier laufe ich nochmal kurz durch, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier habe ich irgendwie in die Mitte so ein bisschen ausgelassen. Ist so meine Art ist. Wenn es hier so eins der letzten Dungeons ist, dann sind wahrscheinlich auch die Säure-Dinger eigentlich ziemlich krass. Aber halt mit Elementschutz und so. War da nicht gerade rechts noch was auf der Minimap? Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee. Ja, ich weiß nicht genau. Ich will dich jetzt auch nicht so viel fragen, wenn du mit Kochen beschäftigt bist. Ich bin jetzt noch. Ich glaube, ich guck mal, ob ich die Dinger finde. Die Wüsteninsel, und dann schaue ich mich da auf jeden Fall noch um. Wah, wah, wah. Sie müsste irgendwo im Süden sein. Nee, nicht Teleport. Wo ist es denn?
Ist es weg? Kann man das irgendwie eine Anzahl von Dingen casten und dann ist es weg? Das ist ja blöd. Die Frage ist, in welche Richtung wäre das denn? Sonst kann ich mich ja teleportieren. Ist hier einfach, ich kann ja einfach mal random durchprobieren. Ah. Okay. Pirate's treasure chest lies half buried in the sand. Dick, as you near the chest, you notice that it is not but a tempting illusion. Wie eine Fata Morgana. Ah, und hier ist die Feuerinsel in der Nähe, okay. Ja, ich glaube, ich muss mal pennen. Ich muss nicht pennen, ich wurde verflucht. Ach Mensch, dieser blöde Fluch. Ah, da ist noch eine Insel. Okay, es gibt noch mehr Inseln, als ich dachte. Und da ist noch eine Insel. Ja, ich glaube, das sind alles irgendwelche Illusionen. Ich mache die jetzt nicht mehr alle auf. Auch wenn die Gefahr natürlich besteht, dass genau eine die richtige ist und dass da irgendwie viel Kohle drin ist. Aber ich meine, selbst wenn da jetzt viel Kohle drin wäre, ist es, oder irgendein tolles Item. Ist nicht das Ende der Welt, wenn wir es nicht kriegen. Ich dachte, wenn es jetzt da vergraben ist, dann ja, vielleicht doch. World of Contradiction. Anscheinend kriegt man mehr HP, aber dafür bekommt man gleichzeitig auch Damage. Und wird schwächer? Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache gleich göttliches Eingreifen. Ah, the ruins of a once proud castle lie before you. Investigate. Blackwind the Spellbinder. I am Blackwind the Spellbinder. My spirit has been trapped in these ruined walls, and only a member of the living can free me. Enter my keep and seek the release of my tormented soul. Castle Blackwind. Okay, und da sind Piranhas drin? Also ich hatte ja mit vielen gerechnet, aber nicht mit Piranhas. Turn all sentry glasses down and ring the gong. Okay. Thank you.
Was ist das denn? Ein Dinosaurier? Sparkling water flows in the fountain of Anathema, mermaid wife of Blackwind the Spellbinder. Toss a coin. 9 letters line the wall behind the ladder. The 10th letter would be the first in the watchworld. Okay, also der 10. Buchstabe. Hinter der Leiter. Zehnte. Ist der erste in Watchword. Stand da irgendwas? Nee. A broken throne sits among a pile of rubble. Approach the throne. You sit in the throne, but nothing happens. Aww. Takes the 3 statues below. Weiß nicht, ich gehe jetzt mal in einen rein, ob das nur Schaden macht oder ob wir weggewurbelt werden. Okay, dann sind wir in der Arena. Kommt man hier irgendwie wieder raus? Och, komm. Ich hab doch bestimmt irgendwo gespeichert, oder? Nein! Ich hab nirgendwo gespeichert. Ich hab nirgendwo gespeichert, das gibt's doch nicht. Wie kann es denn so sein, dass ich so lange nicht gespeichert habe? Ich speichere sonst alle gefühlt alle 30 Sekunden. Na gut, sonst war hier aber auch nicht viel, ne? Wir rennen jetzt hier nochmal kurz durch. Ach, das tut mir leid. Obsidianbild konnte irgendwie irgendeiner noch gebrauchen. Grand Axe war eigentlich ziemlich gut. Ach egal, weg jetzt. Kann jemand die Handschuhe noch gebrauchen? So, ich kann den hier direkt anlegen.
Ach Mann, ey. Ärgert mich. Einfach nur, weil ich zu voll war, ja, jetzt wieder zurückzulaufen und dachte, ich hab doch bestimmt irgendwie gespeichert, bevor ich da jetzt in diesen Strudel gehe. Ja, wir haben auch hier noch ganz viel nicht gesehen. Okay, und Elementschutz brauche ich auf jeden Fall. Ja, sonst war ja hier nichts. Ich laufe hier nochmal durch, nehme die ganzen Dinger mit. Oh, die Drachen hier um. Aber ich suche jetzt gar nicht mehr so lange. Achso, nach diesem Geheimding teleportiere ich mich nochmal. So, hier war ich durch. Das Geheimding war irgendwo da links. Oben war noch das Hauptding. Ich glaube, ansonsten waren wir hier durch, ne? Hier war überall nichts mehr. So. So, dann können wir das Wasserwandeln hier nochmal benutzen. Ein letztes Mal. So, Item ist jetzt weg. Dann nehmen wir den Emerald Staff. Laufen wir kurz einmal um die Insel. Da kloppen dabei irgendwelche Kobras und irgendwelche komischen Asmoide. Nee, ich will auch gar nicht resten. So, sind wir einmal durch, wir sind einmal durch. Und jetzt hier auch nichts mehr. Oben bleibt zu. Nein. Ja, ja, wir helfen dir, bla bla bla. Blackwind. So, einmal Fischlis verkloppen und dann sind wir ungefähr da, wo wir aufgehört haben. Oh Mann, ey, sowas Blödes.